Draymax auf einmal Ronaldo geworden. Coin Coin smappt. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist Limit am Twitch. Ja, das Limit am Twitch. Das ist ja wirklich, wenn das passiert, dann. Bro. Ja. Das ist ja einfach. Ne, klar. Einfach ja, ja. Mhm. Oh mein. Landing. Oh, oh, Scheiße. Oh, fuck. Oh. Au! Voll gegen den Baum gelaufen. Dass mich als Teil der LGBTQ wie oft hat es den Clip schon gegeben. Zu zeigen. Was ist das? LGBTQ Plus? Muss mal aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel film. Dann sage ich zu ihr, why is my Red Bull, was heißt nochmal warm überhaupt? Das habe ich vergessen gerade. Ja, nee, passt. Warm. Das heißt warm jetzt gerade nochmal auf Englisch. Heißt es auch warm? Nee, nee. Digga, können wir aufhören, das zu linken? Ja. Es war nicht so wack. Bro, es war nicht so shit. Meine Fresse. Haben wir hier einen guten Torwart? Wir brauchen einen Torwart. Digga, so chillig, dass keiner auf meinen Clip abgeht, wo ich nur 9 schieße. Aber 3 Punkte, Torverhältnis 0-1. Oh, Backspin mit dem Backtreffer. Palermo. Das war natürlich die ganz große Schnur. Ich glaube, Max hat es erst gebrochen, als er hingefallen ist, weil Caruso ist viel zu laufen. Das war Mats Hummels. Ups. Nope. Und sowas, ja, war spannend, ne? Ja, das stimmt. Was sagst du, aber bist du mit deiner Leistung zufrieden? Wieder Bildschirm kaputt machen, gar keinen Bock. Nee, heute ist gechillt. Heute chillen wir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das war dieselbe Stelle am Bildschirm. Zieh durch, der ist heftig. Hä, Mann? Ach, ich dachte, der wurde geneift. Oh mein Gott, das Game ist so verkopft. Oh ja, danke schön. Oh mein Gott, ich könnte kopfen, noch rein, danke. Mann, das war eben so 4000 Smokes und 5 Mollys geben und der einen Bitch noch einen Raketenwerfer. Junge, wie kann man denn so einen roten Kopf bekommen? Oh mein Gott, das Game ist so scheiße! Das ist gut. Achso! Achso! Achso, Digga! Warte, schön mir. Ist das eigentlich seine Freundin oder Tochter auch? Was war? Dieser eine Minecraft-Bilder-Dude hat ein neues Video zu dem Game oder hochgeladen, Boggers. Trailer für meinen Kanal. Oh, sorry, wir sind deutsche Stream-Zuschauer. Kannst du nochmal die gleichen Memes gucken wie vorher? Ich will nochmal die gleichen lustigen Clip von Trimax und Papa Platte sehen. Bitte, bitte, ich will die nochmal sehen. Ich bin deutscher Stream-Zuschauer. Ich will immer die gleichen Memes sehen. Ist ja so. Okay, Peter, dann zeig deine Fußsohle. Oh, geil, das passt sogar perfekt, ja. Füll die, aber nicht zu viel, genau so. Ja. So geil. Ja gut, keine Ahnung, warum ich das gespeichert habe. Mann! Ich muss vorher gucken, was ich like und was nicht. Ja. Hat aber dann auch weitergespielt, ganz munter. Hart im Nehmen. Achso. Der Max. das war der Sturz hier vor. Alles, was er macht, ist peinlich. Auf dem Konto. Apo. Nicht sauber verarbeitet. Und Jofi. Freischuss. Sehen. Ich frage erstmal den Team-Captain, ob er, wie er das Spiel gerade fand. Wir wollen umbringen! Einfach nur umbringen, die anderen! Wir wollen einfach umbringen! Haut rein, schön. Wichtig. Schönen Sonntag euch. Ciao, ciao, Kuss auf die Nuss. Bis morgen, ich freue mich. Passt auf euch auf. Kuss. Digga, was, wie geht. Oh mein Gott, wie gehe ich jetzt hier? Oh, das ist dieses unangenehme Ende, ne? Ich bin noch live, glaube ich. Oh, Bruder. Das ist so, wie man jemanden Hallo gesagt hat und dann doch noch gemeinsam irgendwo an der Ecke stehen muss. Genauso fühle ich mich gerade. Ciao gesagt hat. Oh mein Gott.
Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos. Stecke so viel Arbeit in die Kids. Sieht man das? Ja, weil ich sitze im Gefängnis. Ey. Oh. Sendung ist Shades of Grey, Blade Rusher oder was? Guten Morgen, guten Mittag oder auch? Dicker, ja. Aufgrund meines extrem harten Lebens und der geringen Freizeitoptionen bin ich ab nächster Woche für 2,5 Wochen im Urlaub. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich vorproduziere, dass ihr trotzdem wöchentlich mit Scheiße vollgemüllt werdet. Das wird so geil. Wir werden auf Mykonos den ganzen Tag uns unglaublich fett einen reinsaufen. Ja! Tobi? Nein. Sind wir ready zum Restarten? Nee. Ah. Durch die Analyse der verschiedenen Kommentare, die ich unter meinem Video zu lesen bekomme, habe ich herausgefunden, dass meine Zuschauerschaft IQ-technisch im oberen Quadranten der Menschheit liegt. Demnach habe ich mich dafür interessiert, wie wohl die Zielgruppen anderer YouTuber so aussehen. Und dann bin ich auf diese hier aufmerksam geworden. Meine Kandidaten auslösen! Jo, ich bin Sebastian, bin 18 Jahre alt und habe richtig gern Sex mit Bäumen. Wir alle Bitches da draußen, ich bin der Moser und ich bin Fußballer. Ich bin 20 und ich brauche Sonnenbrillen, weil ich gestern so zu war. Ich bin der Tobi und ich möchte gerne Moni fit. Ja, nach... Auch weiß, wie andere Communities aussehen, finde ich es aber trotzdem nach wie vor gut, dass KS seiner Vorbildfunktion treu bleibt und auch nach Besserung der Corona-Zahlen trotzdem den Abstand zwischen sich... Jetzt pissen, ich geh gleich. Das Spiel schauen wir gleich, wir restarten gleich. Wir haben hier was Krankes aufgebaut. Und fremden Leuten einfach wart. Vor dir steht der Champion. Der Champion. Der Champions. Der immer schon Champion war. Denkst du wirklich, dass du eine Chance gegen den Champion hast? Da frag ich mich persönlich immer, was mit dem Mark in der Situation sagt. But the set is nice, you know. Nämlich ganz monofig. Andere Länder, andere Sitten. Andere Frauen wie gedämmt. Ja, Leute, da ich demnächst im Urlaub bin und das Ganze im Ausland sein, frage ich mich natürlich, wie sind ausländische Frauen drauf? Wir standen einfach so und dann auf einmal sehe ich, wie die mit dem einen Typen rumgemacht hat und er so, willst du mich nicht küssen? Und dann habe ich mit dem anderen Typen rumgemacht. Habe ich gerade gesagt, ausländische Frauen? Ich meinte deutsche Frauen im Ausland. Ich bin mir ziemlich sicher, liebe Leute, dass auch im Ausland nicht die äußeren Werte und irgendwelche Längen oder sowas zählen, sondern es kommt doch auf die inneren Werte an, oder? Die Größe ist schon wichtig. 15 Zentimeter. Der arme Digga, er ist so gebrochen in dem... Schon 20er-Bereich sein. Jetzt, was ich mich persönlich jetzt zum Beispiel frage, ist, was sind denn jetzt zum Beispiel die Talente von den Mädels? Meine Arme sind mein Talent. Alles klar. Na dann, da ich anscheinend mit meinen Gegebenheiten nicht den Anforderungen gerecht werde, nee, muss ich mir wohl anders Hilfe beschaffen, und zwar bei einem Dating-Experten. Ich frage mich immer, was ist die perfekte Situation, um eine Frau anzusprechen oder sie auf eine Date einzuladen. Und jetzt habe ich hier ein Szenario gesehen, wo das Ganze aber mal ganz aggressiv angegangen wurde. Oh nein, Digga. Ich sie dir nicht. Bruder, glaub mir, das funktioniert auch nicht. Willst du uns filmen dabei, während wir reden? Ja, dann chillen wir hier, warten. Komm. Bruder, sag einfach, verpisst euch durch die Blumen. Bruder, richtig frech, oder? Er sagt jetzt, hey Bruder, du kannst nicht so machen, weißt du? Gehst einfach mit dir weg. Du machst doch nicht diese, wenn wir streamen gerade. Was passiert, ob wir was trinken gehen wollen heute Abend? Ob ihr beide was trinken gehen wollt? Andere. Digga, so scheiße, ja. Mann. Weiß nicht, also ob wir zusammen sind und so weiter. Der Mitarbeiter dachte sich so. Ja, ich habe die Situation relativ schnell erkannt. Es waren maximal 10.000 bis 15.000 Leute am Zuschauen. Da könnte auch der Job auf dem Spiel stehen. Ich habe das Schlupfloch einfach kurzerhand erkannt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, das ist die Situation, in der ich zuschlagen will. Und ihr bezeichnet mich als Geier, der in jeder Situation zuschlägt. Ist aber so, ist wirklich so. Der Typ wird es sogar auf einem sinkenden Schiff noch beim Untergehen die Nummer von der TUS probieren zu klären und jetzt halten. Entweder der Typ ist ein Nymphomane-Dicker, ja, oder der hat sich seit 7 Jahren keinen mehr untergeholt. Naja, liebe Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir bitte jetzt 220 Millionen Daumen nach oben da. Und falls...